Hallo und herzlich willkommen. Ein der super wichtiges Thema Kalender und Synchronisierung von unterschiedlichen Kalendern. Desto mehr du natürlich im Geschehen des Businesses stehst, im Geschäftsleben, desto mehr Kalender wirst du wahrscheinlich auch haben. Also letztens habe ich zum Beispiel bei meiner Schwester, die nutzt jetzt auch seit kurzem Kalendri, und dann hatte sie einen Arzttermin und dann hat sich das überlappt und da gab es ein kleines Problem und dann habe ich gesagt, naja, hast du das letztendlich synchronisiert schon? Und die eine Sache, die hier, also wenn wir mal ganz kurz bei Calendly sind, es nutzen ja unfassbar viele Calendly, also zum Beispiel e-Termin, das deutsche Pendant dazu, das hat sich überhaupt nicht durchgesetzt, ja, obwohl es viel, viel mehr Sachen noch kann. Aber es ist ja so häufig, setzen sich die Tools aus den USA durch, weil sie vielleicht auch ein bisschen einfacher sind. Aber man merkt, dass die auch in der Aufholjagd jetzt sind, ne? Also bei Calendly, was bis vor einem Jahr oder sowas oder bis vor 6 Monaten, ich weiß nicht genau wann, noch nicht möglich war, war eben hier die Integration in den Google-Kalender. Ne? Da gab es noch nicht. Und also mit 2 Klicks hast du hier beliebig viele Google-Kalender, die du hier integrieren kannst. Ja? Ich habe jetzt hier mal bei diesem Account meinen privaten Google-Kalender integriert. Ja? Und jetzt teste ich das mal gemeinsam mit dir hier ganz kurz durch. Ja, so. Verfügbarkeit. Also wir sind jetzt mal von der Seite hier, Samstag, der 14. habe ich Verfügbarkeiten von 11:14 Uhr und bis 13:30 Uhr, bis 14 Uhr letztendlich. Und wir sind jetzt hier quasi über den Browser reingegangen. Das heißt, das ist das, was jetzt ein potenzieller Interessent, der mich hier für eine 30-minütige Strategie-Session buchen möchte, sieht. Und wenn ich jetzt aber hier jetzt von meiner Seite aus, sagen wir mal, ich habe jetzt irgendwie einen Arzttermin oder irgendwas kommt mir dazwischen, persönlich auf meinen persönlichen Termin, hier auch wiederum am 14., am Samstag. Und ich sage, ich habe jetzt hier meinetwegen einen Arzttermin. Und der Arzttermin, weil es nicht anders geht, ist um 11 Uhr bis 11:30 Uhr speichern. Na, dann habe ich hier jetzt meinen Arzttermin drin am 14., am Samstag, 14.01.2023 um 11 Uhr für eine halbe Stunde. Und dann siehst du hier, das ist hier genau der gleiche Tag, ne? Auch wiederum 14. Samstag, 14 Uhr. Und hier sind meine Verfügbarkeiten. Jetzt, wenn hier ein Kunde draufkommt, müsste eigentlich 11 Uhr nicht mehr zur Verfügung stehen, weil da habe ich ja meinen Arzttermin hier. Ne? Und das Ganze ist ja synchronisiert über die Integration, wie wir gerade gelernt haben. Und das ist, warum wir das noch nicht sehen, ist der Grund, dass es noch nicht refreshed ist. Also ich muss natürlich hier mal einmal den Browser neu laden und aufgepasst. Wupp. Ja, die 11 Uhr sind nicht mehr da. Das heißt, ich bin jetzt hier, wenn jetzt hier jemand draufkommt von extern und will mich hier um 11 Uhr buchen, nicht mehr möglich. Ja, und das ist eben absolut essentiell. Alles, was du an Kalendern hast. Und wie gesagt, du kannst hier beliebig viele Google-Kalender integrieren. Mal kurz schauen, ob es hier irgendwie ein Limit gibt. Also ich habe hier diesen Google-Kalender integriert und ich könnte hier noch eine Vielzahl an Google-Kalender hinzufügen. Ja, echt top. Cool, bis zum nächsten Mal. Ciao.